Max, in den bisherigen Spielen gab es immer ein ähnliches Bild. Ihr spielt gut mit den anderen Teams und dann gibt es irgendwie bei euch kleine Unachtsamkeiten, euch passieren ein paar Fehler. Wie wollt und könnt ihr das ab sofort abstellen? Ja, indem wir darauf achten, dass wir versuchen, 40 Minuten die gleiche Intensität zu haben oder ja, zumindest ziemlich intensiv ins Spiel zu gehen, damit wir direkt merken, ja, von Anfang an müssen wir so verteidigen. Am Ende wird man natürlich immer ein bisschen müde, da wird es immer ein bisschen weniger. Aber von Anfang an 100% geben und da wirklich unseren Fokus drauf achten, weil das ja wirklich ein Punkt ist, den wir verbessern müssen. Natürlich im Training ist es auch ein Thema, aber ich denke, es ist da eine Kopfsache, dass wir da einfach darauf achten müssen, dass sie das dann ansprechen müssen auf dem Spiel, wenn es einem auffällt, wenn es dann nicht mehr so ist. Und so kommen wir da Schritt für Schritt verbessern wir es dann. 7 Niederlagen aus 8 Pflichtspielen. Wie schafft ihr es, euch die positive Grundstimmung, die ja so wichtig ist, im Teamsport beizubehalten? Ja, ich denke, wir haben viele Typen in der Mannschaft, die ich sag mal, recht witzig drauf sind. Achten schon auch die Leader der Mannschaft, sag ich mal, darauf, dass wir haben viel Erfahrung oder bringen sie mit. Die achten darauf, dass wir im Training auch unseren Spaß haben. Das ist, denke ich, wichtig, jetzt am Anfang nicht zu verlieren. Und gerade Peer oder auch Pat, die achten da schon darauf, dass der ein oder andere Spaß im Training auch mal ist, auch wenn es sicherlich in den Einheiten, wenn es 5 gegen 5 geht oder wenn's, wenn Wettkampfbedingungen da sind, da wird es schon ernst. Und dann merkt man auch, dass jeder so ein bisschen verunsichert ist. Aber ja, wir haben da wirklich den einen oder anderen, der dafür sorgt, dass der ein oder andere Spaß auch gemacht wird. Da kann man beruhigt sein. Neu dabei im Team, Bogdan Radosavljevic. Den kennst du ja auch schon. Was ist das für ein Typ? Ja, das ist auch so einer. Ich glaube, der hat immer einen coolen, ganz coolen Spruch drauf. Und jetzt auch schon, auch obwohl er so jung ist, sehr erfahrener BBL-Spieler. Ich kann nur Positives berichten von der Zeit, mit dem ich mit ihm zusammen gespielt habe. Ich glaube, er wird uns weiterhelfen mit seiner Größe, mit der Länge. Er bringt auch einen guten Körper mit, um uns da mit einem Korb zu unterstützen. Gerade auch gegen John Bryan zum Beispiel. Da kann er einiges auch an Masse dagegen tun. Deswegen hat er, glaube ich, viele positive Sachen, die er da ins Team mit einbringen kann. Jetzt geht es gegen die Gießen 46ers, die mit 3 Siegen, einer Niederlage gut in die Saison gestartet sind. Was ist das für ein Team? Ja, Gießen ist so eine Wundertüte immer jedes Jahr. Sieht so aus, dass wir dieses Jahr wirklich ein gutes Team haben. Aber John Bryant ist da wirklich die Konstante drin. Den muss man aus dem Spiel nehmen. Da weiß man natürlich auch, was der kann, was er nicht kann. Und die anderen Spieler, da weiß man immer nicht so genau, was man bekommt. Die können mal einen ganz guten Tag haben oder mal einen ganz schlechten Tag haben. Und an guten Tagen können sie viele Mannschaften schlagen und an schlechten können sie auch gegen alle gewinnen. So sagt man das immer gegen Gießen. Und ich glaube, das stimmt dieses Jahr auch wieder, obwohl sie jetzt einen ganz guten Start hingelegt haben. Aber ich denke, wenn wir unsere Sachen machen, die wir uns vorgenommen haben, ein paar Schwachpunkte abstellen, dann ist es auf jeden Fall eine Mannschaft, die wir schlagen können. Eine Frage zum Schluss. Was stimmt dich positiv, dass es mit einem Sieg klappt? Ja, ich habe immer noch volles Vertrauen in die Mannschaft. Wir hatten einen schwierigen Start durch ein schwieriges Programm. Das hat natürlich alle ein bisschen verunsichert. Aber gerade in der Vorbereitung haben wir eigentlich gute Ergebnisse auch gezeigt. Und da jetzt uns defensiv sind wir auch ein bisschen stabiler geworden, finde ich. Und von daher habe ich immer noch das volle Vertrauen, dass wir mit der Mannschaft, die wir haben, Gießen auf jeden Fall auf der Halle schießen können. Oder ich sag mal. Dann wünsche ich viel Erfolg. Danke.